Hallo liebe Leute, wir sind wieder zu Hause. Es ist jetzt kurz nach 8 Uhr. Kurz nach 20 Uhr sind gerade rein. Und jetzt müssen wir erstmal Chaos hier beseitigen. Vom ganzen Packen noch. Und das war ja alles eine Überraschung für die Kinder. Deswegen sind wir panisch losgefahren. Wir sind heute aus dem Urlaub wiedergekommen. Das Urlaubsvideo kommt später irgendwann. Es sind über 100 einzelne Aufnahmen, die ich alle zusammenschneiden muss. Meine Kinder stürmen jetzt alle ihre Weihnachtskalender und rocken die runter, haben jetzt natürlich mit Gewalt alle Tür geöffnet. Ist ja klar, Weihnachten ist vorbei. Das ist natürlich toll, das ist bei Anouk übrig geblieben. Ich habe 8 Türchen nicht geöffnet. 8 Türchen nicht geöffnet. Und hier ist mein Weihnachtskalender eigentlich, also vielmehr hier. Der von Stier. Den habe ich ja von meinem Praktikumsplatz geschenkt bekommen. Da gab es einen super Nusskasten und jetzt muss ich die ganzen Nüsse daraus befreien. Das mache ich jetzt nämlich. Papa, ich glaube im 24. Kästchen ist das. Ist die Ratsche. Ne? Im 24. ist die Ratsche drin, natürlich das große Ding da, das da fehlt. Und das werde ich jetzt gleich auspacken. Ja, ja, ja. Ich brauche nur noch mal was zum Öffnen. Dann. Oh, und dann jetzt die Schlafe. Mensch, gestern noch durch den Schnee gerutscht, ja? Und heute? Heute sitzen wir hier. Warte, ich muss rein. Du musst rein, aber vorschriftsmäßig. Das kommt bei 21 rein. 12. Ja, bestimmt bei der 12, ne? Papa, darf ich auch? Du kriegst den nächsten, ja. Okay, dann fährst du wieder mit dir. Haben wir unterschiedliche Größen? Ja. Oh wow! Oh! Papa, ist mein. Das ist meins? Papa, gib es gar nicht. Wow, schaut mal, nee, gebe ich nicht gar nicht. Das ist meins. Das ist ja hier mit Schwenk und Gelenk und guck mal. Was, wie genial ist das denn, ey? So einen habe ich natürlich noch nicht. So einen Nusskasten. Papa, tu es mal rein in den Werkzeugkasten. Tu es mal rein. Papa, ich will es auch mal haben. Zack. Schaut mal. Ja, so ein Ding habe ich ja noch nie gesehen. Ja, das ist wirklich mal gucken, wie der sich toll macht, ob der wirklich brauchbar ist und stabil. Was ist das? Aber schön, dass er mir geholfen hat. Danke. Okay, Papas erster. Na, der erste nicht. Also der zweite. Aber auf alle Fälle mit dem System bin fertig. Tada, tada. Und dann haben wir den hier noch. Ja. Das sind aber nur Schokoteilchen. Ja, die. Ich liebe Schoko. Okay. Da ist, glaube ich, noch ja nicht offen. Der Pitlock-Kalender ist ja auch noch da. Ja, ein Pitlock-Video muss ich ja auch noch machen. Ja, und der hat ausgedient, aber wunderschön. Ey, so ein schöner Nusskasten. Ja, der ist toll. Also mit so viel Raffi-Tücke hätte ich gar nicht gedacht. Ah, was sind hier schon wieder? Die dicke Maria am Wandern. Die Vorsätze. Hey, was soll das gar nicht alles von dir? Vorsätze vom neuen Jahr? Kugel rund werden? Kugel rund heißt kerngesund. Ja, der ist erstens so und zweitens hat er noch eine Raffi-Tücke. Welche ist es? Ja, ja, Mensch, da staunt der Fachmann und da wundert sich der Laie. Ist cool, wa? Also mit so einem Kraftgriff dran. Kann ich jetzt wieder gebrauchen, aber du bestimmt. Na, als Korkenzieher oder so. Hättest du auch gute zu brauchen. Das ist doch toll. Das ist doch super, wenn du es gebrauchen kannst. Naja, ich weiß nicht, ob es brauchbar ist letztlich, aber es ist eine gute, also eine gute Idee ist es einfach. Und es scheint ja recht massiv und gut verarbeitet. So sieht es aus. Ich bin zufrieden auf alle Fälle mit meinem Werkzeug-Nusskasten-Kalender. Also finde ich wirklich einen sehr sinnvollen Kalender, muss ich sagen. Ja, also in einer Werkstatt, die natürlich alles schon hat, ist es vielleicht überflüssig, aber für Leute, die eben, also viel Zahn, diese Aufnahme hier, habe ich zum Beispiel nicht. Ich meine, klar, Kreuzschlitz, Bits und so weiter, das hat man alles ohne Ende, aber eben diesen, ne, diese Ratsche in der Form habe ich nicht, diese dünne Verlängerung, so lang habe ich auch nicht, also der ist für mich sehr sinnvoll und diese Vielzahnnüsse, finde ich toll, finde ich gut. Finde ich super. Ist ein tolles Geschenk gewesen.
als Weihnachtskalender, in Form eines Weihnachtskalenders, also den besten Weihnachtskalender, den ich bisher so hatte. So, und jetzt schauen wir mal. Das werde ich jetzt als Video gleich nochmal schneiden und hochladen und dann, wann das Urlaubsvideo kommt, weiß ich nicht. Muss ich mal sehen, da muss ich mich mal hinsetzen. Da brauche ich 2-3 Tage Zeit zum Schneiden. Ja, also seid nicht sauer, das ein bisschen dauert. Wir sehen uns auf alle Fälle dann wieder. Und ich freue mich wieder hier zu sein und das, was wir geschafft haben heute. 12 Stunden haben wir insgesamt für die ganze Fahrt gebraucht. Haben wir 12 Stunden gebraucht? Nee. Na, wir sind um 8 in den Zug eingestiegen in Bad Aussee. Um 8 in den Zug, um 20 Uhr waren wir hier, um 8? 12 Stunden. Wir sind 12 Stunden. Wir sind 5 aufgestanden. Wir sind 12 Stunden im Zug unterwegs gewesen, also unterwegs gewesen. Hatten aber in München das Problem gehabt, dass wegen einer Autobahnbrücke, die gebaut wird, der Zug verfrüht gefahren ist. Und da ist der Zug, den wir planmäßig um 12.55 Uhr fahren sollte, ist um 12.09 Uhr schon mal losgefahren. Verspätung oder so kennt man ja alles, aber wir hielten sowas. Und wir waren nicht die einzigen Dummen, die dann da so standen. Das wurde auch gestern erst beschlossen, kurzfristig, dass wir das so machen. Und da haben wir wohl nicht Bescheid gewusst. Aber so ging es vielen, weil die Schlange war endlos lang da. Beim Informationsschalter und Umbuchen und so weiter. Und dann konnte man natürlich keine Plätze mehr reservieren. Und 6 Stunden fast nochmal im Zug von Hamburg, würde ich immer sagen, München nach Berlin. War auch lange, weil dadurch, dass der gesperrt war, die Strecke, wurden wir ja umgeleitet. Über Augsburg. Das dauert halt noch ein bisschen länger. Ja, wir haben aber dann 2 Züge später genommen, da gab es halt Sitzplätze. Oh, haben wir 2 Züge später reservieren müssen, genau, da gab es Sitzplätze und dann ja, haben wir das jetzt überlebt letztlich. Könnt ihr reinhauen, wir sehen uns später wieder, macht gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy und seine Familie. Ciao, ciao. Und Papa muss doch das hier. Ich muss die Nase noch essen, genau. Ciao.